Hi, ich bin Mike und herzlich willkommen beim ersten Livestream hier auf Forex-Signale. Ja, das Thema habt ihr gesehen, es geht um das Thema Daytrading und da ist eines der wichtigsten Themen, bevor man überhaupt startet, welchen Broker soll ich wählen? Und deswegen beschäftige ich mich heute mal damit, welchen Broker ich empfehle, mit welchem Broker ich seit Jahren erfolgreich und sehr, sehr zufrieden zusammenarbeite, gehe auf verschiedene Aspekte ein, mache gewisse Vergleiche und bringe ein paar Dinge, die vielleicht gerade für Anfänger erstmal noch unbekannt sind und wo man sich dann überlegt, ja, daran habe ich zum Beispiel nicht gedacht, steuerliche Dinge zum Beispiel oder unterjährige Verrechnung etc. Das werde ich kurz ansprechen und warum der Broker, den ich dafür wähle, einfach perfekt ist, weil er eben diese Problematik eben nicht hat. Das Thema Hebel wird drin vorkommen, Sicherheit und so weiter und so fort. Das ist ein oder der erste Teil einer Serie. Es wird hier noch mehrere Teile dazu geben und wie ihr seht, habe ich hier schon mal eine kleine Übersicht gemacht. Wir reden heute über den linken Teil. Also das habe ich schon sehr, sehr genau ausgearbeitet. Ich werde Screenshots bringen und ja, ich verspreche dir, es wird nicht langweilig werden. Du wirst bestimmt noch einiges lernen, was du vielleicht noch nicht kennst. Und du wirst sehen, wie du vielleicht sogar noch Geld sparst bei der richtigen Brokerauswahl. Hier rechts sind die anderen Themen, die eben auch wichtig sind. Da habe ich auch schon einige Sachen auf meinem Kanal zum Thema Strategie. Ja, welche Strategien kann man nehmen? Da kannst du gerne bei mir im Kanal mal schauen. Money Management und so weiter. Welche Indikatoren? Die Plattform werde ich noch besprechen. Wie gesagt, das sind alles noch Teile der Erklärung. Das Ganze läuft hier mit einem Chat nebenher. Wenn du Fragen hast, einfach reinfragen und ja, wenn es dann passt, werde ich die dann auch entsprechend beantworten. Dann möchte ich auch gar nicht mehr so lange los Vorrede machen, sondern gleich reinstarten. Und zwar hier siehst du hier schon ganz links ist schon mal das Allerwichtigste, was für die richtige Auswahl eines Brokers spricht. Und zwar gibt es seit einem Jahr gibt es vom Finanzamt, das möchte ich jetzt gar nicht so genau erklären, eine sogenannte unterjährige Verrechnung. Das heißt, wenn du einen Gewinn erzielst, dann wird automatisch ca. 25,76% oder wie das sind, ich sage mal 26%, sofort vom Broker einbehalten. Das heißt, du machst 100 Euro Gewinn und du bekommst 74 auf deinem Konto, kommen sozusagen an. Das ist erstmal nicht schlecht oder besonders positiv, das ist einfach erstmal neutral, weil am Jahresende müsstest du ja sowieso diese Steuern da drauf bezahlen. Wo es allerdings ein großes Problem gibt, ist ganz einfach Folgendes. Wenn du die unterjährige Verrechnung hast bei einem EU-Broker zum Beispiel oder bei einem anderen Broker, dann machst du eben bei 100 Euro Gewinn, bekommst du 74 Euro auf dein Konto. Soweit, so gut. Wenn du beim nächsten Trade 100 Euro Verlust machst, hast du diese 100 Euro tatsächlich in deinem Konto gemacht. Das heißt, im Endeffekt hast du 26 Euro weniger, weil diese 26 Euro ja, wie gesagt, zurückgehalten werden für das Finanzamt und hast quasi weniger zum Traden, obwohl dein richtiges Ergebnis 100 Euro, 0 Euro wäre. Weil du machst 100 Euro Gewinn, du machst 100 Euro Verlust. Das heißt, in Summe bist du plus minus 0. Aber du hast bei einem EU-Broker dann 26 Euro weniger auf deinem Konto. Das ist schon mal das erste Problem. Da gibt es noch ein zweites Problem. Bevor oder beziehungsweise verstehe mich hier nicht falsch. Also das ist nicht so, dass dir 26 Euro irgendwann fehlen. Das ist halt nur am Jahresende wird geguckt, wie viel Gewinn hast du wirklich gemacht und dann über die Steuer würdest du die 26 Euro zurückbekommen, wenn sich dieser Fall ergibt. Ja, also das heißt, du bist auch plus minus null, aber du bekommst es erst, wenn du die Einkommensteuererklärung machst. Beziehungsweise der Broker macht es ja quasi fast automatisch, dann könnte es sein, dass du es dann zurückbekommst. Ja, also das heißt, du musst dann ewig lange drauf warten. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, oder der große Vorteil bei IC Markets ist, wenn du eben 100 Euro Gewinn machst, dann hast du die 100 Euro eben tatsächlich auf deinem Konto. Das heißt, du kannst beim nächsten Trade diese 100 Euro sofort wieder einsetzen. Ja, das heißt, du hast quasi automatischen Zinseszinseffekt. Das heißt, du machst jetzt 100 Euro, 200, 300, 400, 500 Euro Gewinn, dann hast du diese wirklich 1 zu 1 in deinem Konto und kannst die gleich wieder zum Traden verwenden. Wenn du dann wieder Verluste machst, was ja durchaus vorkommt, dann hast du das eben nicht mehr, ist in Ordnung. Aber hier hast du ja, wenn du Verluste machst, ja quasi weniger in deinem Konto, als jetzt zum Beispiel, wenn du zu IC Markets gehst. Also das ist in meinen Augen ein nicht zu unterschätzender Punkt. Gerade am Jahresanfang, wenn man ein ganzes Jahr über diesen Zinseszinseffekt nutzen kann, dann wirst du da ganz schnell merken, eben wie
sehr dich das oder dein Konto eben entsprechend nach unten zieht. Also das ist tatsächlich so das Erste. Das Zweite ist, du könntest Geld verdienen mit IC Markets. Ja, also da habe ich dir ein Video drunter gemacht. Einfach mal in die Beschreibung gucken. Das möchte ich jetzt hier gar nicht weiter ja, besprechen. So, dann kommen wir zu dem nächsten Thema und zwar zu den Gebühren. Also bei IC Markets ist es so, es gibt verschiedene Konten. Es gibt Demokonto, da kannst du dich ganz einfach anmelden. Es gibt islamische Konten inzwischen auch. Es gibt gebührenfreie Konten, das heißt, da bezahlst du nur mit dem Spread. Oder eben das, was ich definitiv empfehle, ist ein Raw Spread Account. Das heißt, du handelst wirklich die institutionellen Spreads, die quasi Banken eben auch handeln. Ja, und das kann eben sein, teilweise sogar 0,0, ein 0,0 Spread. Das heißt, du bezahlst dann eben hier Gebühren für den Trade, sehr, sehr geringe Gebühren, aber dafür hast du eben den Spread nicht. Und bei den gebührenfreien Konten zahlst du im Endeffekt meistens mehr. Ich kenne das von anderen Brokern. Ich bin auch bei einigen anderen Brokern gezwungenermaßen, weil ich viele Signale handle. Wenn dich das interessiert, auch mal in meinem Kanal gucken. Da erkläre ich das so ein bisschen. Und da muss man eben zu diesen Brokern erstmal wechseln. Aber richtig handeln tue ich tatsächlich nur bei IC Markets. Und unter dem Video ist auch ein Link. Wenn du dich darüber anmeldest, dann kommst du tatsächlich zu diesen super günstigen Gebühren. Das heißt, statt 0,035 je 0,01 Lot zahlst du 0,0275 Euro je 0,01 Lot. Also diesen Vorteil hast du dann auf jeden Fall. Kombiniert mit Geld verdienen mit IC Markets, auch wie gesagt, das Video unten drunter, einfach mal reinschauen. Dann der Hebel, super, super wichtiges Thema. Gerade als EU-Bürger und deutscher Bürger ist es inzwischen so, dass der Hebel nur noch 1 zu 30 sein darf oder 1 zu 33, so in dem Dreh auf jeden Fall. Das heißt, es nimmt dir auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten. Ja, bei IC Markets handelst du bei IC Markets Seychellen zum Beispiel, SC ist das. Das heißt, du bist nach diesem Seychellenrecht quasi, ist dein Konto dort aufbewahrt und das ist ähnlich wie das australische. Also es ist ein super, super hoher Schutz. Das ist einfach nur, damit dir weiterhin dieser hohe Hebel angeboten werden soll. Dennoch will ich gleich darauf hinweisen, dieser hohe Hebel birgt natürlich auch hohe Gefahren. Nutze diesen Hebel nicht in dieser Höhe. Ja? Entscheide selber, du kannst ja auch sagen, du handelst nur 1 zu 20, 1 zu 30, 1 zu 50, 1 zu 100. Aber alles darüber hinaus wäre ich vorsichtig. Ja? Also wie gesagt, aber das ist eben etwas, wo du selber entscheiden kannst, was du machst. Da wird dir nicht vorgeschrieben von irgendeiner EU oder von irgendeiner Instanz, du darfst nur das und das, um dich zu schützen. Ja, im Endeffekt, glaube ich, sind wir alle alt genug und wissen selber, was wir machen. Und deswegen gleich nochmal den Risikohinweis. Ja, also das alles ist keine Anlageberatung und ich gebe ja keine Tipps zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, CFDs, Währungen etc., sondern einfach jeder soll für sich selbst entscheiden, was er eben handeln möchte. Wie gesagt, wir sind alle alt genug. Dann kommen wir zu den Märkten. Welche Märkte möchtest du handeln? IC Markets bietet hier beispielsweise, hier sind wir bei den Spreads, bietet hier, wie gesagt, die super, super günstigen Spreads eben an, schon ab 0,0 Euro, 0,0 Spread. Das sehe ich tatsächlich im Tagesverlauf sehr, sehr häufig. Insbesondere in den Haupthandelszeiten sind die Spreads teilweise wirklich so, so niedrig, dass findet einfach keinen Vergleich, ja. Und das liegt eben einfach daran, dass die Liquidität von über 50 Liquiditätsprovidern sichergestellt wird. Und das sind eben große Handelsbanken, ja, an die IC Markets angeschlossen ist, beziehungsweise die IC Markets hier einfach nutzt. Und wie man hier sieht, mehr als 15 Milliarden US-Dollar werden jeden Tag über IC Markets abgewickelt. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, wie groß und wie sicher das Ganze eben entsprechend ist. So, und jetzt kommen wir aber eben tatsächlich zu den Märkten. Also das heißt, am Forex-Markt hat man eben über 61 Produkte, das heißt Währungen, Bonds, Anleihen etc., sowas alles. Rohstoffe kann man handeln, Weizen, Zucker, das geht alles. Aktien kann man entsprechend handeln. Indizes, ja, Nasdaq, DAX, S&P 500, China-Index, italienischer Index, alles sowas kann man entsprechend handeln. Kryptowährung kann man handeln, ja, die großen, ich glaube, es sind jetzt sogar schon über 10, aber wie gesagt, hier steht eben noch 10. Also man kann das eben auch alles wunderbar handeln über IC Markets. Dann die Tools. Als Tools bekommt man zum Beispiel bei IC Markets, wenn man einigermaßen tradet, einen kostenfreien VPS-Server. Das heißt, man hat dann quasi einen Server in der Cloud, der 24/7 on ist und dort kann man zum Beispiel einen MetaTrader laufen lassen, so wie ich es nutze, um automatische Signale abzufangen, wo man selber nicht mehr handeln muss. Ja, das heißt, die handeln dann für einen, wenn man schläft, man wacht auf und hat, keine Ahnung, schon ein paar hundert Euro verdient. Das ist einfach ein tolles Gefühl, ja. Und man muss sich um nichts kümmern. Also das wird kostenlos gestellt ab 15 Lot im Monat, die man je nach Kontogröße auch schnell erreicht.
ja, oder je nach Handelsfrequenz, ja, wenn man mit 100 Euro tradet, kann man ja auch sehr viel traden. Klar, denn die 15 Lot bei 100 Euro ist natürlich auch schon schwierig zu erreichen, aber es ist möglich. Aber wie gesagt, das ist halt auf jeden Fall ein Goodie. Ansonsten gibt es für den MetaTrader jede Menge Plugins, die euch IC Markets bietet. Das sind eben einige jetzt davon. Trading Central, wo quasi Tipps, Ideen und so weiter, Anregungen gegeben werden. Correlation Matrix, Session Map, Sentiment Trader, Mini Terminal ist zum Beispiel sehr, sehr genial, das nutze ich sehr häufig, oder das Trade Terminal. Also das sind alles so Sachen, wie gesagt, die man dann eben bei IC Markets auch noch mit dazu bekommt. Was man eben auch bekommt, das sind Seminare und Webinare. Wöchentlich werden da immer wieder neue Ideen vorgestellt, nach was man handeln kann, nach welchen Strategien man handeln kann. Auch zum Thema Psychologie wird einiges gesagt. Also man bekommt da noch jede Menge Input. Gerade wenn man am Anfang steht und noch nicht so ganz genau weiß, in welche Richtung das Ganze geht, kann man sich da noch mal ein bisschen ja, schlau fragen sozusagen. So, jetzt kommen wir zu dem Wichtigsten. Wie sicher ist der Broker? Und zwar ist das hier Ganze von Wikipedia. Und da ist eben auch beschrieben, ja, wie IC Markets entstanden ist, wie lange es die gibt und was für ein großer Broker das eben tatsächlich ist. Ich habe das jetzt nicht mehr gefunden. Ich hatte vor kurzem gefunden, dass quasi IC Markets 2018, 2019, also schon ein bisschen her, unter den Top 10 der größten australischen Steuerzahlern war. Ja, also da hat IC Markets noch direkt über Australien gehandelt, gibt es auch immer noch. Aber jetzt durch dieses neue Gesetz sind sie jetzt eben unter anderem auch in Zypern und auf den Seychellen. Und wie gesagt, die Seychellen bieten halt nach wie vor die Möglichkeit, 1 zu 500 für Privatpersonen zu handeln. Das könnt ihr auch als Deutsche übrigens nutzen. Das ist nicht verboten oder irgendwie was. Ne? Also nicht, dass man denkt, das funktioniert nicht. Ein wichtiges Beispiel ist 2015, das ist der Franken-Crash gewesen. Da ist der Euro-Schweizer Franken war immer gekoppelt, oder die Schweizer Nationalbank hat den Euro-Schweizer Franken immer gekoppelt an den, ja, an den Euro einfach. Und über Nacht hat die Schweizer Nationalbank das einfach aufgehoben, weil einfach das ein Trade war, den haben Millionen von Menschen weltweit gemacht, weil man wusste genau, wenn der Kurs da und da hinläuft, die Nationalbank ist gezwungen, wieder zu kaufen, um den Kurs zu stabilisieren. Da haben sie das dann irgendwann aufgehoben und der Euro ist gecrashed. Ja, und da sind wirklich Millionen Institutionen, also Millionen Privatanleger und jede Menge Institutionen tatsächlich pleite gegangen. Und IC Markets ist aber hingegangen und hat gesagt, okay, man hätte, damals gab es noch die sogenannte Nachschusspflicht, das heißt, dann hätte man zu den Verlusten, die, also das heißt, das Konto war dann platt und zu diesen Verlusten hätte man sogar noch Geld nachschießen müssen. Und IC Markets hat aber gesagt, wir verlangen das von unseren Kunden nicht. Das heißt, wir übernehmen diese zusätzliche Nachschusspflicht und dementsprechend, ja, haben sie sozusagen ihre Kunden vor weiteren Verlusten geschützt. Ja? Also es ist nicht so, dass sie ihre Verluste komplett ausgesessen haben. Nein, aber die Nachschusspflicht haben sie ausgesetzt. Das zeigt einfach auch erstmal, was für ein Management eben dahinter steckt und eben wie groß IC Markets ist, dass sie sich das überhaupt erlauben konnten. Ja, hier steht nochmals von 19,4 Milliarden täglichem Volumen, was 2018, das ist aus dem ja, Wikipedia-Artikel. Man hat ein segregiertes Konto, das heißt, das Geld, das eigene Geld wird unabhängig vom Geld von IC Market angelegt. Also das ist wirklich ein Konto. Das heißt, selbst wenn IC Markets pleite gehen sollte, würde es bedeuten, da es ein segregiertes Konto ist, das Geld, was abgetrennt ist oder was dein Geld ist, bleibt auch dein Geld. Ja, also auch im Falle einer Pleite bleibt das eben definitiv, ja, bestehen. Dazu hat IC Markets jetzt, glaube ich, Ende letzten Jahres eine Partnerschaft mit sechs Bundesliga-Vereinen bekannt gegeben: Leverkusen, Hertha, Augsburg, Bielefeld, Fürth und Bochum. Und ja, die wollen halt in den europäischen Markt mehr reingehen und mehr europäische Kunden. Und dafür gibt es auch dieses Cashback-Programm, worüber du dich ja unten in der Beschreibung informieren kannst. Der, ansonsten der Kontakt, wie ist der Kontakt? Der funktioniert über Chat auf der Homepage sehr, sehr gut. Auch am Wochenende habe ich das schon genutzt. Das funktioniert hervorragend, oder per E-Mail, und da bekommt man auch relativ schnell Antwort. Also wie gesagt, diese beiden Sachen gibt es. Kommen wir zu den Plattformen. Es gibt MetaTrader 4 und 5. Das sind einfach Standardprodukte, die wirklich fast jeder Broker eigentlich anbietet und auch wirklich zum Daytraden sehr, sehr gut geeignet sind. Das muss man ganz klar sagen. Ich habe auch verschiedene richtige Broker, das heißt für Aktien etc. Unter anderem Interactive Brokers bin ich, die Trader Workstation, super Produkt, aber zum Daytrading nicht so gut geeignet. Ja, es geht irgendwie, aber es macht nicht so einen Spaß. Das ist, wie gesagt, bei MetaTrader 4 und 5 definitiv anders.
Den C-Trader muss ich zugeben, den nutze ich selber noch nicht. Ich habe mir mal angeschaut und er ist wirklich toll, sieht wirklich super aus. Eine moderne Oberfläche im Vergleich zum MetaTrader. Ja, MetaTrader ist doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber der C-Trader wirklich macht einen tollen Eindruck und kann ich nicht empfehlen, weil ich es nicht benutze. Aber wie gesagt, wenn man sich da ein bisschen einfuchst, ich glaube, ist das auch ein super, super Programm. Sowohl MetaTrader als auch CTrader gibt es natürlich Apps für Apple, für Android und alle möglichen Plattformen. Also man kann das eben auch wunderbar vom Handy aus traden. Was ich beim MetaTrader, was beim CTrader wahrscheinlich gleich sein wird, aber das kann ich eben nicht hundertprozentig bestätigen, ist, du kannst dein Konto quasi auf dem VPS-Server geöffnet haben. Du kannst das gleiche Konto auf deinem Rechner geöffnet haben. Du kannst gleichzeitig in deinem Handy schauen und traden. Das funktioniert wunderbar. Also das ist nicht so, dass du nur eins geöffnet haben kannst. Du kannst wirklich von verschiedenen Plattformen das gleiche Konto traden. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir zu einem der wichtigsten Themen, und zwar Ein- und Auszahlungen. Wie schnell geht das? Wann funktioniert das? Funktioniert das auch? Und ich kann euch sagen, überhaupt gar kein Problem. Dadurch, dass es ein australischer Broker ist, würde ich so eine Auszahlung, die ich haben möchte, so bis 22 Uhr beantragen. Und dann müsst ihr das nochmal per E-Mail bestätigen, ganz wichtig. Und dann findet die Auszahlung nachts statt. Das heißt, irgendwann um 3 Uhr, 4 Uhr so in dem Dreh wird das dann bestätigt. Einmal am Tag ist das dann tatsächlich. Und dann bekommt ihr das auf euer PayPal-Konto gebührenfrei, auf eure Kreditkarte gebührenfrei oder als SEPA-Überweisung oder noch mehr. Es gibt halt noch wesentlich mehr Möglichkeiten, wie ihr Geld rauf bekommt, immer gebührenfrei, oder runter bekommt, auch immer gebührenfrei. Ja, ich habe schon mehrere tausend Euro auch in einem Rutsch abgebucht. Da gibt es keine Diskussion, kein gar nichts. Das wird euch ausgezahlt. Das ist bei vielen kleineren Brokern wohl, soll wohl nicht so sein. Kann ich nicht zu sagen, aber habe ich schon gehört, dass es tatsächlich immer so eine Engstelle ist. Ja, das ist so der Überblick. Wenn euch interessiert, was in den anderen Videos kommt, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Da würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten habe ich einen Telegram-Kanal, wo ich auch Forex-Signale liefere. Das heißt, ich habe zwei Experten. Ja, die haben einige tausend Euro gekostet zusammen und die traden aber, wie gesagt, rund um die Uhr für mich. Und alle Signale werden dort real-time und live reingestellt. Also das heißt, es ist nicht zum Nachhandeln, ja, weil die eben auch manchmal nachts um 2 Uhr was eröffnen. Da könnt ihr nicht nachhandeln. Und generell empfehle ich das nicht, weil es ist euer Geld, handelt so, wie ihr es mögt, aber es ist niemals eine Empfehlung zum Handeln. Ansonsten, wie gesagt, schaut in meinen Forex-Signale Telegram-Kanal vorbei und eben schaut euch weitere Videos an. Ansonsten bleibt liquide und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.